أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, wie wir alle wissen, befinden wir uns im Monat Ramadan. Und dieser Monat, das ist der Monat, wo die Sahaba radiallahu anhum vor diesem Monat 6 Monate Dua gemacht haben, dass sie diesen Monat erreichen. Und nach diesem Monat haben sie 6 Monate Dua gemacht, Bittgebete zu Allah gemacht, dass dieser Monat von ihnen angenommen wird. Alhamdulillah. Ich bin heute noch etwas länger hier, deswegen will ich bestimmt nachher noch einige Worte dazu sagen. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass wir diese Zeit richtig nutzen. Wenn wir die Zeit nicht nutzen, dann ist Subhanallah wahrlich ein riesengroßer Verlust für uns. Heutzutage beispielsweise hört man es öfteren, dass zum Beispiel jemand Lotto gespielt hat. Ja, und er hat seinen Lottoschein ausgefüllt. Ja, und er hat den nicht abgegeben. Und dann findet er nachher raus, dass er 6 Richtige gehabt hätte. Und das macht er, der bringt sich selber um. Wegen diesem Verlust, wegen diesen 100.000, 200.000, 300.000 Euro oder was auch immer, von mir aus 1 Million Euro. Und wir wissen selber, dass dieser Lohn gar nichts ist. Denn der beste Lohn ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das Paradies erreicht. Das ist der beste Lohn mit Abstand. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder vielmehr sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, fordert die Menschen dazu auf, gottesfürchtig zu sein. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته او يدي اغلوبت فرشت الله ان gezimmer forscht ولا ولا تموت und sterbt nicht anders denn als Muslime, subhanallah. Und eigentlich ist der Ramadan dazu da, dass wir diesen Proviant, diese Taqwa bekommen, weil das ist etwas, was wir erhalten können. Und wie kriegt man dies? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat mehrere Wege beschrieben. Und diese Wege haben alle etwas mit Ibadah zu tun, mit Gottesdienst zu tun. Und gerade jetzt im Ramadan ist die Zeit, wo wir diesen Proviant bekommen können. Und ich habe eben gesagt, stell dir vor, dieser Ramadan geht an dir vorbei und du hast diesen Wert, diese Taqwa, diese Gottesfurcht nicht bekommen. Denn Allah sagt ganz deutlich im Koran, dass dieser Monat für die Taqwa da ist. Er sagt, Ya ayyuha alladhina amanu, o ihr, die ihr glaubt. Das heißt, er fängt mit Iman an. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Das Fasten ist euch vorgeschrieben worden, wie den vor euch, la'allakum tattaqun. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Auf das ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, dein Ziel muss sein, in Ramadan mit Taqwa mit Iman hineinzugehen und mit Taqwa hinauszukommen. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du ein Problem. Dann musst du wirklich weinen. Wie derjenige, der den Lottoschein verloren hat. Okay, wir wissen, Lotto spielen ist sowieso im Islam haram. Außer bei den Ahbash. Da ist es was anderes. Wir haben ja auch gesagt, im Islam ist das haram. Ja. Jedenfalls, dieser Mensch weint wegen dem Verlust von 100.000 Euro, aber wir wissen, es geht um das Paradies. Und wenn du diese Taqwa bekommen hast, dann hast du den größten Proviant, den größten Gewinn, über den man sich kaum einen größeren Gewinn vorstellen.
Man braucht sich nur den Koran anzugucken. Alleine 6 Versprechungen für den, der Taqwa bekommt. Nummer 1. Nummer 1. Surat al-Talaq kann man sich durchlesen. Wer Allah fürchtet, den schafft er einen Ausweg. Es ist egal, wo du bist, Allah schafft dir einen Ausweg. Irgendwie. Und den versorgt er, von wo er es nicht gedacht hat. Dann weiter. Dann geht es weiter. Und wer Allah fürchtet, macht er seine Angelegenheit leicht. Dann geht es weiter. Und wer Allah fürchtet, dem löscht er seine Sünden. Und dem vermehrt er, macht er seinen Lohn gewaltig. Und an anderer Stelle sagt Allah, Wallah, dass Allah, was ist? Ma'al Muttaqin, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist, mit seiner Hilfe. Das heißt, du hast 6, also was mir jetzt einfällt, ich denke, wenn ich den Koran jetzt komplett durchlese, oder wenn man jetzt einen Alim fragt, der wird wahrscheinlich noch viel mehr Punkte raussuchen. Aber ich denke, die 6 reichen schon. Die 6 reichen schon. Und was sind die Zeichen davon? Die Zeichen davon, dass der Ramadan akzeptiert wurde, ist, dass du aus dem Ramadan rauskommst und dich verändert hast. Die Zeichen von einer angenommenen Tauba, ja, und dass der Ramadan ist der Monat für Tauba, ist, dass du diese Sünde nicht mehr begehst. Das ist das Zeichen, dass diese Sünde dir verziehen wurde. Deswegen muss man sich selber beobachten. So wie Umar al-Khattab radiallahu anhu gesagt hat, Hasibu anfusakum kablan tu hasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. So, wie bekommen wir diesen Proviant, diese Taqwa? Als erstes natürlich durch die gottesdienstlichen Taten. Wir wissen, der Iman geht hoch mit guten Taten, geht runter mit schlechten Taten. Das ist ganz klar bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Außer bei den Murji'ah, da sieht die Sache anders aus. Ja. Hier. Und bei manchen Leuten ist der Iman direkt ganz weg, sobald er eine Sünde macht. Aber okay, hier gucken wir jetzt, subhanallah, was können wir tun? Im Ramadan, es wurden viele Dinge erwähnt, vielleicht erwähne ich das heute Abend nochmal, aber wir können sowieso und immer wieder dazu aufrufen. Erste Sache natürlich das Fasten, ganz klarer Fall. Der Prophet sagt, man sama Ramadane, imanen wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan fastet, aus Iman heraus und mit der Hoffnung auf den Lohn, dem wird Allah vergeben, was er vorher getan hat. Nummer 2. Was machen wir? Tarawih-Gebet oder das Gebet in der Nacht. Wer es nicht schafft, in der Moschee zu beten, der kann es auch zu Hause alleine beten. Es gibt sogar einige Gelehrte, wie zum Beispiel Imam Malik, die das Gebet zu Hause bevorzugen. Warum? Weil der Prophet Sassam gesagt hat, das beste Gebet ist das Gebet zu Hause, außer die Pflichtgebete. Allerdings, die meisten Gelehrten sagen, das ist nicht so. Warum? Weil der Prophet Sassam gesagt hat, wer mit dem Imam steht, also im Gebet, bis der Imam weggeht, Jan Sarif, dem wird geschrieben, als wenn er die ganze Nacht im Gebet gestanden hätte. Von daher ist es inshallah besser, in der Moschee zu sein. Und es ist auch gut, mit dem Bruder zu sein, dass man zusammenkommt, dass man sich gegenseitig austauscht, dass man sich gegenseitig motiviert. Gerade viele Leute sind so weit von der Moschee weg und eure Aufgabe ist es, die Leute zu rufen. Komm doch mal vorbei, komm mal vorbei zu uns. Weil der Prophet Sassam sagt, das Schaf, was von der, sinngemäß, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Deswegen, er kommt zurück zu der Herde. Und wie viele Leute sind im Ramadan zurück zur Herde gekommen und sind bei der Herde geblieben? Und das ist eine sehr wichtige Sache. Dann, natürlich das Gebet, was sagt der Prophet noch dazu? Man kama Ramadan, iman wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan steht, ist das Nachtgebet gemeint, Imanen, aus Iman heraus, und Ihtisaben, mit der Hoffnung auf den Lohn, der wird vergeben, was er vorher in Sünden getan hat. Was kann man noch tun? Der Prophet Sassam sagt, wer einen Fastenden speist, der kriegt von Lohn, der Lohn, sinngemäß, der kriegt den Lohn von dem Fastenden, ohne dass von seinem Lohn etwas weggenommen wird. Ohne dass von seinem Lohn etwas weggenommen wird. Das heißt, der kriegt den Lohn vom Fasten, aber der Fastende, der kriegt, bleibt auch bei seinem Lohn. Also nicht jetzt, dass du dem den Lohn weggenommen hast. Alhamdulillah. So, das ist natürlich eine super Sache. Und wie kann man das machen? Indem du jemanden speist. Er speist dich vielleicht und du speist ihn. Allah ist Karim, Allah ist großzügig. Aber so kannst du deinen Lohn vermehren, indem du zeigst, dass du der Sunna folgen willst. Dann natürlich tagsüber, was machen wir dort? Dass wir uns darauf konzentrieren, wirklich von allen Sünden fernzubleiben. Dass wir uns darauf konzentrieren,
jede Sünde zu lassen, nichts Schlechtes anzuschauen, nichts Schlechtes zu reden. Und wenn wir uns bewusst sind, dass wir diesen Lohn wollen und dass dieser Lohn sozusagen vor der Tür steht, dann ist das eine große Schulung für unsere Nefs, für unsere Seele. Warum? Weil du bist bereit, du willst unbedingt diesen Lohn haben und eine gute Tat gewöhnt man sich an. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du beispielsweise jemanden siehst, es gibt manche Leute, die joggen. Die fangen an zu joggen und am Anfang müssen sie sich überwinden. Es fällt schwer, jeden Tag zu joggen beispielsweise. Oder die wollen Krafttraining machen. Es fällt ihnen schwer. Nach einer Zeit fehlt ihm etwas, wenn er nicht joggen geht. Dann fühlt er sich total schlecht. Und hier ist es auch so, dass man sich innerlich erzieht, dass man über diese Sache nachdenkt, dass man darüber nachdenkt, oh nein, nicht gucken, nicht gucken. Und dann gewöhnst du dir in 30 Tagen, gewöhnst du dir diese Sache an. Es wird eine Gewohnheit, dass du diese Eigenschaft nicht mehr verlierst. Und das ist ein Zeichen, dass der Ramadan angenommen wurde. Wenn du nach dem Ramadan immer noch genauso gottesfürchtig bist. Aber wenn du aus dem Ramadan hinauskommst und okay, gestern hast du noch, wenn du irgendwo beispielsweise ein Werbeplakat gesehen hast mit einer Frau, die beispielsweise in Unterwäsche dort steht, hast du Auzubillah gemacht, ja, und dann auf einmal ist Ramadan vorbei, dann bist du wieder am Gucken. Das ist ein Zeichen, dass der Ramadan nicht, dass etwas fehlt, dass es nicht wirklich etwas an dir verändert hat. Deswegen sorge dafür, dass dieser Ramadan dich verändert. Und das kann man schaffen, Alhamdulillah, indem man sich wirklich konzentriert und wirklich und sich wirklich bewusst ist, dass es um Paradies und Hölle geht. Vielleicht kann dieser Ramadan der entscheidende Schlüssel sein, und dieses Bewusstsein muss man haben, kann er der entscheidende Schlüssel sein, dass du ins Paradies kommst. Vielleicht ist er deine letzte Chance. Vielleicht ist dieser Ramadan das Mittel, durch das Allah dich recht leitet. Aber wir müssen uns bemühen, das wahrzunehmen. Und wenn wir das wirklich wahrnehmen, Alhamdulillah, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich kenne andere Leute, beispielsweise, die haben sich immer vor dem Ramadan kontrolliert. Und wir sind gerade in der ersten Woche, Alhamdulillah. Die haben sich vor dem Ramadan kontrolliert und haben gesagt, wo liegen meine Fehler? Welchen Fehler habe ich? Zum Beispiel jemand, der betet unregelmäßig. Oder jemand, der hat eine andere, irgendeine Tat, Glücksspiel oder irgendetwas. Und er konzentriert sich im Ramadan auf diese Tat, die ein großes Problem für ihn darstellt. Und er kommt aus dem Ramadan raus und hat diese Sache abgelegt. Und das ist ein Zeichen, dass dein Ramadan inshallah angenommen wurde. Und hierauf müssen wir uns konzentrieren. Es gibt noch viele andere Dinge, die man tun kann. Insgesamt, der Prophet war immer sehr großzügig gewesen. Und im Ramadan war er noch großzügiger. Denn die Taten, die du im Ramadan machst, sie werden nochmal vermehrt auf der Waagschale. Werden nochmal vermehrt. Aber die schlechten Taten wiegen auch schwerer gegen dich allerdings. Und deswegen ist man noch mehr dazu motiviert, gute Taten zu tun. Es ist wie ein Trainingslager. Wenn beispielsweise jemand ins Trainingslager fährt, zum Beispiel, man fährt ins Höhentrainingslager. Was hat das für einen Sinn? Höhentrainingslager, der Sinn ist, der Sauerstoff dort ist niedriger und dadurch passt sich dein Körper an. Du kriegst mehr rote Blutkörperchen, die den Sauerstoff tragen können. Und wenn du dann wieder zurückkommst, sind das für dich erleichterte Bedingungen. Jetzt der Ramadan ist für dich eine erschwerte Bedingung. In dem Sinne, dass du wirklich dich auf alles konzentrierst. Und dass du wirklich praktisch so dazu gezwungen wirst, nachts auch noch die Gebete zu beten. Und dass du wirklich auch noch gezwungen bist, morgens früh aufzustehen vor dem Fajr-Gebet, weil du willst noch schnell was essen. Das heißt, durch diese erschwerte Bedingung soll sich etwas bei dir ändern. Wenn es dann etwas leichter wird, dass es dann noch besser läuft, inshallah. Das sind, wie gesagt, die Worte, die ich als erstes im ersten Teil der Khutbah an euch loswerden wollte. Wahrscheinlich, wenn heute Abend noch mehr Leute kommen, werde ich das nochmal wiederholen, weil das sind einfach wichtige Worte. Und der Prophet Sassam hat auch des Öfteren einige Dinge, hat er mehrmals erwähnt. Und man kann das nicht oft genug erwähnen. Und man sollte sich jeden Tag wieder verinnerlichen, warum fastet man? Nicht, dass es dazu führt, dass man einfach nur fastet, weil man fastet halt.
Und das ist das Problem von vielen Leuten. Und deswegen siehst du so viele Muslime, die schon 10, 20 Mal gefastet haben, aber es hat sich nichts an ihnen geändert. Warum? Weil er nicht das Bewusstsein hatte. Wenn du irgendeine Tat tust, ohne ein Bewusstsein, ohne ein wahres Ziel vor Augen zu haben, dann wirst du auch nicht viel erreichen. Das ist wie jemand, der arbeitet, aber er arbeitet einfach nur, weil er muss arbeiten. Oder du hast jemanden, der arbeitet und er liebt diese Arbeit und macht diese Arbeit gerne und will der Beste auf der Arbeit sein und will etwas rausholen. Ein großer Unterschied zwischen dem, der die Arbeit behalten will, und demjenigen, der sich sagt, ach ja, ich will nächste Woche sowieso eine andere Arbeit anfangen. Oder jemand geht in die Schule. Es ist ein großer Unterschied. Es gibt einen großen Unterschied zwischen demjenigen, der in die Schule geht und sagt sich, ich will Abitur bekommen, denn ich will danach Doktor werden und studieren, oder demjenigen, der sagt, ich habe keinen Bock auf Schule, ich muss dahin gehen. Es ist ein großer Unterschied. Und bei vielen von uns ist es leider so, dass sie den Ramadan fasten, aber nicht wirklich wissen, warum. Wenn du ihn fragst, warum fastest du, dann sagt er, und das hören wir bei vielen Jugendlichen, ja, meine Eltern fasten halt. Das ist so bei uns, Angewohnheit. Er kann keinen wahren Nutzen davon haben. Und es geht hier wirklich um die sinngemäß sechs richtigen im Lotto sozusagen, aber nicht im Lotto, sondern hier geht es um die sechs richtige, dass man hier rauskommt aus dem Ramadan, in dem Sinne, dass man mit Taqwa rauskommt, das ist mehr wert als 100 oder 1 Million Euro, das ist mehr wert als alles. Das ist nämlich für dich sozusagen der Schlüssel zum Paradies und noch mehr als der Schlüssel zum Paradies. Das ist für dich das wirkliche Ticket zum Paradies, wenn man die Taqwa richtig hat. Denn Allah sagt, er ist mit dem Muttaqi. Und er wird die Muttaqi nicht gehen lassen. Er wird einen Ausweg schaffen. Deswegen müssen wir uns hierin bemühen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Wie wir gerade haben wir über den Ramadan gesprochen und ich wollte noch kurz eine andere wichtige Sache erwähnen, bevor wir anfangen zu beten. Wir sehen in Deutschland die Situation folgendermaßen, dass wirklich im Großen und Ganzen 40 Jahre lang geschlafen wurde. Wir brauchen uns nur anzusehen, dass beispielsweise in Holland, dass es dort, ich meine, was die Dauer angeht, wurde geschlafen. Wir brauchen uns nur anzusehen, dass in Holland 50 islamische Schulen gibt, dass in Belgien islamische Schulen gibt, islamische Zentren gibt, wo wirklich Wissen vermittelt wird, dass in Österreich islamische Schulen gibt, dass in England 150 islamische Schulen gibt, dass in Kanada islamische Schulen, von islamischen Kindergärten brauchen wir gar nicht zu reden. Überall in diesen Ländern gibt es diese Institutionen, die so wichtig sind für uns. Denn der Anfang von dieser Religion ist das Wissen. Ganz eindeutig. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Wisse, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und dann bitte um Vergebung für deine Sünden. Das heißt, Allah beginnt hier mit dem Wissen und geht dann zu den Taten über. Deswegen sagt Imam Bukhari in seinem Buch Sahih, in seinem Sahih-Werk, deswegen, was wir erreichen müssen, ist, dass wir wirklich den Menschen das authentische Wissen vom Islam rüberbringen. Warum sind so viele Jugendliche, und vielleicht einige von euch können mich vielleicht bestätigen, weil sie vielleicht hier aufgewachsen sind, warum sind so viele vom geraden Weg weggekommen und haben in der absoluten Finsternis gelebt? Weil sie gar nicht wussten, wozu sie leben. Weil sie gar nicht wussten, welchen Wert der Islam wirklich hat. Sondern der Islam hat für sie nur eine Angewohnheit dargestellt. Aber wie viele sind zurückgekommen? Wie viele sind zurückgekommen zum geraden Weg? Zum Sirat al-Mustaqim. Als sie etwas von der Religion gehört haben, was sie verstanden haben. Nicht nur einfach, du musst beten, du musst fasten. Sondern warum musst du beten, warum musst du fasten? Was ist der Sinn dieser Religion? Wer ist Allah, wer ist der Prophet? Und das ist eine wichtige Grundlage, gerade für unsere Jugend. Viele von uns haben wir wahrscheinlich schon Kinder. Dass wir diesen jungen Menschen den Wert dieser Religion auf
rationale Art und Weise vermitteln, dass sie verstehen, worum es geht. Und dazu braucht man Institutionen, dazu braucht man Mittel. Weil es geht nicht ohne Mittel. Wir können uns nicht in den Wald stellen und rufen, hallo, ist da jemand, dass wir mit ihm reden können. Sondern wir müssen die Menschen direkt, wir müssen Mittel finden, um mit ihnen zu reden. Wir müssen gute Mittel finden. So, und jetzt natürlich ist die Situation so, wir haben Moscheen. Aber in den meisten Moscheen gibt es sehr wenige Aktivitäten. Und gerade sehr wenige Aktivitäten, ich weiß jetzt nicht von der Moschee, ich gehe hier aus, dass das anders aussieht, weil die meisten Moscheen, die gar keine Aktivitäten haben, die oder auch keinen Bock darauf haben, auf gut Deutsch, die laden mich auf keinen Fall ein. Jedenfalls, was muss man machen? Man muss gucken, dass man Aktivitäten anbietet, wo sich jemand sammelt. Und mit Aktivitäten meine ich, dass diese Aktivitäten hauptsächlich über den Islam handeln müssen. Warum? Weil wenn du sagst, ja, wir spielen in der Moschee Fußball, das ist der Fehler, den viele Organisationen gemacht haben. Ja, wir spielen Fußball, wir bieten Billard an und hast du nicht gesehen. Ja, der hat keinen Bock, in der Moschee Fußball zu spielen oder in der Moschee sowieso nicht, aber dann geht der lieber in den Fußballverein. Ja, dann, wofür soll der in der Moschee Fußball spielen? Fußball spielen kann der überall. Dart kann der überall spielen. Dart kann der auch irgendwo spielen, wo dann noch Frauen dazukommen und Musik und alles hin und her. Wofür soll der in der Moschee Ballad spielen? Dann Billard und Kicker. Das ist das, was du in vielen Moscheen siehst. Ja, da kommst du hin, ja, und das ist immer die Taktik. Die Leute haben sich was Gutes gedacht, aber es ist falsch. Aus der logischen Perspektive falsch. Und aus der Erfahrung her ist es falsch. Weil du siehst, dass diese Moscheen, dass die Jugend da absolut keinen Platz hat und dass diese Jugend den Islam nicht praktiziert. Das ist unsere Erfahrung. Das sehen wir so, mit unseren eigenen Augen. Das heißt, es hat nicht funktioniert und es kann nicht funktionieren. Punkt. Übrigens nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, dass ich sage, Fußball ist verboten oder irgendwie sowas. Nee, das sage ich nicht. Sondern mir geht es darum, das ist nicht das Mittel, mit dem man jemanden zum Islam rufen kann. Wir müssen erstmal eins verstehen, Islam ist schön. Und der beste Weg, jemanden zum Islam zu rufen, ist Islam. Weil Islam ist schön. Wie viele junge Menschen freuen sich, eine schöne Geschichte zu hören? Weil das ist die Religion der Fitra. Und gerade ein junger Mensch, der etwas hört von Akhira, von Jenseits, vom Propheten Mohammed, Sahaba-Geschichten, der hat Lust darauf. Und wir sehen es. Wir haben die Menschen nur mit Islam eingeladen. Und wie viele Menschen, Alhamdulillah, mit der Erlaubnis von Allah, durch die Kraft von Allah sind zurückgekehrt. Ja, nicht, weil wir gesagt haben, ja, wir spielen Fußball. Fußball kann der woanders spielen. Sondern was in erster Linie angeboten wird. Und außerdem, welchen Nutzen hat er davon? Okay, der geht in die Moschee, dann spielt er jeden Tag Fußball. Der Gedanke dahinter war immer, ja, besser spielt in der Moschee Fußball, als dass er woanders Fußball spielt. Besser spielt in der Moschee Kicker, als dass er woanders Kicker spielt. Bei manchen ist das so schlimm geworden. Ich kannte eine Moschee, Subhanallah, die haben eine Disco unten in die Moschee reingebaut. Ja, besser die Jugendlichen gehen hier in die Disco, als dass sie woanders in die Disco gehen. Hör mal, da hast du gebetet, da hast du das Polter, die Bolter gehört, hör mal. Da konntest du gar nicht mehr beten. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Katastrophe. Du bist am Beten, ja, und da haben sie gedacht, jetzt können sie die Jugendlichen mit der Disco, mit diesem Café ziehen. Ja, aber wenn das Gebet war, saßen die Jugendlichen nur in dem Café. Und waren die Musik am Hören. Was hat es gebracht? Gar nichts. Das heißt, hier muss man anfangen, etwas anzubieten. Und ich will jetzt nicht über die Projekte reden, die wir haben, sondern es geht nur um die Wichtigkeit dieser Sache. Und jeder soll sich selber mal Gedanken machen, bis heute Abend, weil wir treffen uns heute Abend wieder, was man machen kann. Weil der beste Weg zur Selbstverbesserung ist, dass man sich selber Gedanken macht. Weil wenn man sich selber Gedanken macht, kommt man immer am weitesten. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر الشرك والمشركين ودمي أعداءك أعداء الدين والله lass uns aus diesem Ramadan als Gottesfürchtige rausgehen und lass uns und verzeih uns all unsere Sünden. قولوا قولي هذا واستغفر الله أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Macht bitte Iqama. Qayyim Salam.